Die sind jetzt schon an. AI-Donations sind ab 20 Euro an, Freunde. Ihr könnt ja einfach mal ausprobieren mit den üblichen, ihr kennt die üblichen Stimmen. Falls ihr nicht wisst, wie es geht, Freunde, einfach hier drauf gehen, boom. Ja, ihr könnt zum Beispiel, übrigens heute, dickes Shoutout. Basti hat uns heute die Permission gegeben, dass wir heute seine Stimme verwenden dürfen für den heutigen Charity-Stream bei den AI-Donations. Das heißt, heute Special, nur heute, alright, die Basti-GRG-Stimme. Das sind die ganzen Stimmen, die wir haben. Wir haben Turbophile, German Let's Play, Sammy Boy aus dem Chat, Bro, den Giga-Chat, Mike, das ist halt mein Management sozusagen, Simplicissimus, Bro. Wir haben den Gomma HD, Lifetime Premium, Atzen, Adam, Crackspy haben wir leider auch. Reese, Stegi, Dave, Nova, ihr seht, Turbophile, die Oma, Bro, den Bauarbeiter von Wilbo. Dann haben wir Willi, das ist dieses Kind, was Wilbo eingesprochen hat. Wir haben Tomato links drin, Bro. Anscheinend haben wir auch No Reacts. Ganz übles Ding. Ja, wir haben super viele Sachen, Freunde. Vielen, vielen Dank, Mann. Danke an alle. Alles hat einen Grund, Lilele, wann komme ich zur Vernunft? Lilele, alles meine Schuld. Lilele, ich will leben, doch das Geld bringt mich um. Lilele. Ist das scheiße, Bro. Ist das kacke, Mann. Leute, heute einfach mal das Geld raushauen für den guten Zweck. Kuss, Diggi. Kuss. Ja, vielleicht gehen wir auch direkt rein in Craft Attack. Ist vielleicht auch chilliger. Weil es ist für Donations und so. Weil das werden viele reinkommen. Ist chilliger, genau. Ich glaube, das wird von mir aus. Yo, liebe Minecraft-Freunde und Fetisch-Fans. Bückt euch mal für den Daddy. Bastian, und lasst euch richtig den Hintern versohlen. Latex GHG Whip L. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Kuss. Habt ihr euch schon mal so sehr über offene Türen gefreut? Oh, mein Gott, bitte nicht, Bruder. Sehr geil. Ey, ich boot einfach schon mal Craft Attack ab, Chat. Wir starten einfach schon mal Craft Melanie Attack. Heute wieder quatschi. Melanie. quatschi. Basti, hallo YouTube. Heute machen wir wieder Detailarbeit an meinem Loch. Ja, Lil Bro hat den Doppelpunkt vergessen und es steht auch in der Beschreibung, in der Anleitung, Basti GAG, Bro. Also du musst, das ist wirklich, man kann das nicht fehlen, Bro. Macht 10-mal mehr Sinn. Teil 56 des Porsche Trade-Ups Projekt. Heute stehlen wir von obdachlosen Menschen Unterhosen und verkaufen sie auf eBay. Ehrenlos, Real Talk. Aber wir müssen kurz eine Anmod machen. Hi YouTube, herzlich willkommen zurück zu Craft Attack. Heute mit einem kleinen Twist. Wir machen heute einen Charity-Livestream und es sind Text-to-Speech und AI-Donations an. Dementsprechend könnte es zu lustigen Highlights kommen. Oh Mann. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst es noch unten da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Kussi. Geht jed runter von meinem Hartz IV, also hat jetzt jeder Steuerzahler mitbezahlt, war. Oh ja, Rolf. Rolf aus Rostock mit den 20 Euro für Charity. Sehr, sehr geil. Norex hat deine Sachen. Boss. Real Talk Boss. Moin Leute, willkommen zu Craft Attack 11, Episode 2023. Wir bauen immer noch an unserem verschissenen Loch. Wird eventuell nächstes Jahr fertig. Nice. Danke, Basti. Moin. Kleiner als drei. Andi, ich schwör mit mir an. Andi, hör mir zu. Hörst du mich, Andi? Mhm. Ich habe ja gehört, du bist gestorben, weißt du? Mhm. Ich bin ja der größte Leech auf dem Server, richtig? Ja, ist korrekt. Der größte Fleischreiter. Ja, ja. Es sollte eine Clash Royale-Karte nach mir Bau geben. Bau deinen Drecksaschenbecher endlich. Da habe ich mir gedacht, und weil ich habe Angst, dass du kein Craft Attack mehr spielst und kein Stuff mehr hast, weil dann, wie soll ich sagen, der Server ausstirbt und wenn der Server tot ist, weißt du, dann. Hi, ich bin der Egon. Dann kann ich kein Minecraft mehr spielen. Die Jungs von der Fritten Ranch nennen dass mich dir, Chef. Dass ich dir das alles neu hole. Ja, habe ich mitbekommen. Chat meinte schon, du hast meine Sachen organisiert. Das ist sehr geil. Ich habe dir einen richtigen. Erstmal Outfit-Show. Du bleibst hier stehen. Ich muss das reparieren. Okay. Warte, nicht in die Kiste gucken. Oh nein. Das hätte ich für dich. Sag also mir nicht die Vogelscheiße-Rüstung wieder. Du musst die Vogelscheiße-Rüstung tragen, Kevin. Oder ich war das so ist dein Schicksal. Froh, dass ich die los war, Junge. Jetzt musst du sie wieder neu loswerden. Du kriegst sie wieder. Das wäre geil. Paluten war auf dem Server. Aber spielt er aktiv jetzt? Halle wird vielleicht mal kommen mit uns in Runde. Wir müssen unsere Timeline ändern, auf Roleplay, weißt du? Kleines Text-RP mit Halle. Spaß natürlich. Analyse, Bitch, gebt dem YouTube-Spinner Schläge. In der rechten Hand ein Tampon, links das Blut deiner Regel, Analyse. Ich kill YouTube-Lappen. So, Henke und Reese spielen jetzt? Boah, das wird geil. Wir waren gerade bei World of Wohnzimmer. Podcast Henkes Corner vorbei. Ich will mit Villa unter der Brücke schlafen. Guck da nicht vorbei. Bei 5k Donations ziehe ich mich aus und starte OnlyFans. Nein, er macht die Wasserkuppel. Du hast da, glaube ich, das beste Werkzeug. Die kurze Hose von gestern hat da so einiges offenbart. Ist das dumm, ey. Geh endlich meinen Gelüsten nach und mache mich an Zabex ran. Genau. Michael Myers kommt ja in Fortnite rein und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Boah, die Form ist heute echt Nacht geil. Wieder 20 Jahre wegen Heroinentzug ausgeschwitzt. Egal, Video ist draußen. Schön wünsche dich, wa? Digga. Ich habe Joko und Klaas mit Propofol schlafen gelegt und werde nun mit Adam im Tesla zur Million fahren. Natürlich also alles im Sinne der Wissenschaft. Ich werde gleich ein bisschen alleine rumlaufen, das ist ein bisschen nicht so dank. Chat, ihr das seht ist unsere vorzeitige Shisha. Hinter dir, hier. Was ist? Das ist, willst du mal, hallo, hier hinter dir, das hier. Willst du mal den Kopf einen Zug nehmen? Ja, Mann, Quatsch, Junge. Quatsch, ja, dann, frisch. Ja, ich geh mal ran, warte. Okay.
Boah. Boah, du regelst sogar. Ich mach einmal. Alles gut, alles gut, alles gut. Durch Nase atmen, Bruder, durch Nase atmen. Also, Rauchen ist nicht meins. Liebes W von Basti, das ist heute eine Ausnahme. Macht kleiner als drei. Ich seh doppelt alles. Darauf erstmal ein lecker Bierchen. Hä? Boah, Digga. Boah, Doppelapfel, Digga, die knallen. Boah, bringst du mal einmal eine Scheibe über, Chef? Danke dir. Boah, Digga. Boah, kann man hier jemand neue Kohle nachlegen? Boah, Alter. Du Kleiner, ihr seid solche kleine Pendejos, Puta de la Matrice, oh mein Gott. Ey, Mann, ey, Filme wirklich. Julian, du geiler Rainbow. Ja, das kann sein. Und andere Frage, kannst du, also das ist mir jetzt so ein bisschen peinlich und so ein bisschen unangenehm, könntest du dich in mein Freundebuch eintragen? Oh mein fuckinger Bro. Okay, Fabo Fabsen, Lieblingsessen Hühnchen mit Reis, Adresse Seltingstraße 44, Traumberuf Seltingsfan. Okay, Kevin, hier unsere Challenge. Oh, entweder machst Basti. Du jetzt einen Spitzname Boah, beides innerhalb von drei und du bekommst dicke Donuts. Am Loch 1, Digga. Eierkuchen, Junge King, Alter. Ja, das hat er nicht selber geschrieben, das habe ich geschrieben. Was denn? Ja, das da, keiner hat sich eingetragen, ich habe da so drei reingeschrieben, damit das so aussieht, wenn der erste sich einträgt, als ob ich Freunde hätte. Wait, for real? Nein, das haben die selber geschrieben. Mann, Bruder, sein Bastis Lieblingsauto ist einfach so ein LKW, Junge. Der ist überkrass, der ist heftig. Ein ETS zieht der am heftigsten. Auf Seite 4 steht Stegi. Warum ist auf Seite 3 keiner drin? Mann, weil Stegi das verkackt hat. Ach so, Bro, ich dachte, weil da steht 69 Seiten, ich dachte, du hast 69 Leute schon gefunden, die es eingetragen haben. Bruder, es gibt 3 Leute, die das nicht eingetragen haben bis jetzt. Alter, ich bin nicht der beliebteste Mann. Die Zeiten sind hart, Bro. Das ist ja übelst das Scheißbuch. Digga, ich sag mir ja, guck mal, wenn du dich da einträgst, dann kommen mehr Leute und tragen dich ein. Ja, okay, gut, komm, ich mach. Name Kevin, Spitzname Lattensack. Andi. Andi ist auch gut, ja. Lieblingsessen? Arsch. Bier. Bierchen. Morgens, mittags, abends. Lecker Bierchen, so. Adresse zum Aschenbecher 3. Oh, das passt nicht hin, Bro. Das ist zu viel schon jetzt. Ich muss ein kürzeres Essen. Arsch. So, Arsch. Ich mach einfach Aschenweg 5. Aschenweg 5. Traumberuf. Gamer. Metzger. Schuhgröße 43. Oh, 43. Kannst du einen Bildanhang machen bei 43? Unendlich Pfanddosen. Kevin? Sorry, Bro. Ja, was willst du? War da. Oh, du machst auch Challenge-Stream, oder? Ja. Ist deiner auch gerade live? Machst du auch gerade? Nee, ich hab gestern gemacht. Ah, hab ich gesehen, ja. Alan hat mir gerade geschrieben, dass du in 20 Minuten mehr zusammengesammelt hast als ich in 12 Stunden. Wie viel hattest du? 3.500. Wir haben jetzt schon 4.900. Bin seit 45 Minuten live. Ja, ist ja für einen guten Zweck. Weißt du, meiner wird sich auch freuen. Bruder, Real Talk am Ende des Tages. Digga, 3K ist turbo sick. Ja, 3K ist wirklich krass. Ultra geil, ultra geil. Ich versuche jedes Kriegsverbrechen in Minecraft zu begehen, ob ich es in unter 24 Stunden schaffen werde. Was, ey, Bruder, wir haben wir haben ab 10 Euro Text to Switch normal, 20 ja. Euro habe ich AI Donations an. Das bin ich sogar drin, habe ich gehört. Ja, wir haben jetzt Norax als Stimme. Lasst unbedingt einen Daumen. Wir haben Norax jetzt als Stimme. Das haben wir, das ist neu. Wir haben heute als Special bisschen quatschi. König. Wir haben heute als Special auch Basti als Stimme dabei. Basti meinte eigentlich, dass er es nicht so geil findet, aber er hat heute wegen Charity gesagt, ist fein. Wow. Absoluter Boss, Superchef. Und wir haben so ein neues Add-on da. Also man kann jetzt hinter einem Namen, also wenn man jetzt zum Beispiel macht, Basti G in Klammern Cave, Doppelpunkt, dann ist Basti eine Höhle. Wie, also so mit Hall-Effekten? Ja, das hatten wir gerade schon, da hat jemand irgendwas, Digga, mit Kaufland hochsprengen gesagt. Ja, das ist crazy. Ich wusste nicht, dass es so schnell geht. Machen wir Ziel 20k, ist 20k drin? Soll ich die fragen, ob wir einfach noch ein Spendenprojekt bekommen können? Ich weiß nicht, ob das geht so schnell. Bro, what the fuck, Digga, wir sind eine Stunde drin, haben alle drei Ziele erfüllt, Junge. Was denn das? Yeah. Bro, diese Sounds, die, yeah. Bro, no. Yeah, holy shit. Yeah. Oh, ich dachte, das ist der Soundfilm, wir haben es geschafft. Yeah. Bro, wirklich, gerade ist es hella dank. Was geht jetzt ab? Töte mich. Oh! Nimm mein Leben, Kevin. Für die Challenge! Es gibt Dinge, die haben Mehrwert. Oh! Halte mich in Ehren. Zähl der Nachwelt, was ich für ein Held war, okay, Kevin? Mach ich. Tu's. Marcel, du bist ein Boss. Du bist ein Boss, Kevin, für den guten Zweck. Wait. Ich bin tot. Hallo. Hallo, Alter. Oh, das ist also, geil. Das war aber nicht für den guten Zweck, oder?
Hallo! Charity, alles für Charity, Mann. Lass doch mal einen Euro da, habt ihr noch mal einen Euro? Lass mal die Kassen hier klingeln, Jungen. Haut doch mal einen raus, oder was? Ey, hallo, das ist ja, also, findest du das geil, Edward? Findest du das geil? Ja, das macht mir schon Spaß. Okay. Ey, Bruder, sehr geil. Oh, warte mal, da kommt jetzt gleich eine Basti AG AI-Donation rein, Bro. Wir hatten ja. jetzt gehen sie wieder anscheinend. Ja, das freut mich ja. Jo, 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 meine Minecraft-Freunde. Heute versuchen wir Minecraft durchzuspielen, während ich auf einem miesen LSD-Trip bin. Jo, Basti, Digga, chillig. Viel Spaß bei der Challenge. Moin, ich bin der Basti. Bin gerade Richtung Hamburg ja, und mit mir wünsche Afrika von Toto. Oh Mann, herrlich, herrlich, herrlich. Weiß ich, du hast ja noch nicht über das Video geredet, wofür ich auch Sachen ausgesucht habe. Ich hoffe, der habe, HSV bleibt für immer in der zweiten Liga. Ich habe gesagt, dass wir das Video machen, aber wir haben es noch nicht gemacht. Ja. Also ein Video kommt, Chat, wo Streamer mir Outfits rausgesucht haben. Ja, und ich kann ja mal dazu ganz kurz Kontext geben. Ich habe vor 3 oder 4 Wochen schon mir richtig Zeit gemacht, richtig was Cooles rausgesucht, mich richtig gefreut. War richtig vorgehypt. Ich musste jetzt einfach nochmal alles neu raussuchen, weil alles ausverkauft ist. Heute Abend ja, noch das hat Tim mir gesagt. Challenge also, Tim hat mir gesagt, dass was Neues rausgesucht werden muss. Ich kann nicht einschätzen, ob du was Geiles oder Bullshit bestellt hast, aber sag noch nicht, sag noch nicht. Sag ich nicht. Aber, nö, ich hab das ernst. Hallo also, Leute, heute testen wir, wie viel Geld es geht ich mit ja einer Fake-Charity-Seite aus der Tasche ziehen kann. Danach benutze ich das Geld, um Basti GHG-Subs zu schenecken. Hahaha. Kranke Scheiße, Real Talk. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich das so geil finde, was ich hier gerade baue. Chat, scheißt mal heute auf alles. Ein Spendenstream ist nicht jeden Tag. Holt die Euros Vertrau raus und schiebt das Geld Kevin in den Arsch. Charity, juhu. Im Ernst, spendet, was ihr könnt. Bro, vielen, vielen Dank, Mann. Wie gesagt, Chat. Vodafone-Kundenservice, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Why so serious? Why you so serious? Wir haben so neue Voice-Filter, die man noch über die Stimme drüberlegen kann. Digga, das klingt auch so Cave, Alter. Dann hört sich das so an, wenn man jetzt zum Beispiel Basti GHG in Klammern Cave Doppelpunkt macht. Hört sich so an, als wäre er in so einer Höhle, Digga. Übel geil. Basti GHG. Moin, ich bin's der Egon, Egon Kowalski. Die Jungs von der Fritten Ranch nennen mich Bauarbeiter, Chef. Ich habe das Gefühl, du hast irgendwas abgefuckt. Also warum nicht spendet lieber bei mir, ich kaufe auch wirklich den Delfin. Wir kaufen keinen Delfin. Es war noch nie in der Rede, dass wir einen Delfin kaufen, Chad. What the fuck? Gerade machen wir Lena Rom. Was ist denn das hier? Kann ich hier was gewinnen oder was? Wenn nicht, will ich mein Geld wieder. Die Kiste Sterni bezahlt sich ja nicht von alleine war. Du sagst es, Wilbo, du sagst es. 4.800, komm das hin. Jetzt komme ich hierher und jetzt guck dir die Scheiße an. Haben die Leute keine Lust mehr zu spenden für den guten Zweck? Furchtbar. Sarah träumt davon, Muscheln am Strand zu sammeln, gemeinsam mit ihrer Setz Familie. Setz den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. AirPods in meinem Ohr und ich glow. Denn geb ich mal was von meinem hart erarbeiteten Geld ab und bleib stolz, dass ich nicht so ein fauler Sack wie dieser Hampelmann auf meinem Bildschirm geworden bin. Ja. Jetzt ein kühles Blondes. Jo, Kuss. Wilbo, ne? Danke, Digga. Danke, Chef. Ich weiß gar nicht, sieht man hier, wie viel es ist. Was geht ab, Leute? Ich bin's, euer Tomatolix. Heute haben wir eine Nation Challenge. Spendet eure Niere oder sowas. Ballert los. Gönnt. Bro. Das finde ich hart. Spendensumme 24k, wir sind gerade bei 24k, Chat, über crazy. Spendenanzahl 1243 einzelne Donations, das ist turbo crazy. Und jetzt hier zieht euch den hier rein. Anteil an der Projektsumme 23%. Digga, what the fuck, Alter. Ein Viertel einfach. Kleiner als 3. Bro. Kannst du auch später noch entscheiden. Ich werde es dir mitteilen. Kommst du gut voran? Kleiner als 3. Was geht, Bruder? Sportlich. Bruder, ja. Ich habe Smile Dogs Placement gemacht. Ah, geil, ich dachte schon, wieder lange nicht gewaschen. Ja. In einem der Pakete so. Ja. Digga. Was ist das jetzt genau, Bro? Also ein Produkt von DHDL, das wir testen. Ja. Oder das du testest. Mhm. Das sind Pillen, die deinen Sex-Drive erhöhen sollen. Ja, okay. Wie viel soll man davon nehmen? Also hast du noch irgendwelche Informationen ja, dazu? Ja, ich schreibe dir das gleich. Ich weiß selber nicht mehr. Ich muss nochmal gucken. Oder das ist so, kann ich davon sterben? Nein, nein, das ist alles easy. Wirklich, das ist clean. Ja. Hört sich doch gut an. Aber das ist eine VR-Brille. Ja, vielen Dank für deine Hilfe. Danke, Bruder. Ey. Digga, hast du eine neue Frisur? Ja, Bro, ich hab hier so Punk drauf. Zeig mal kurz. Digga. Boah, ey, Bro. Alles gut, Bruder. Ciao, ciao. Hi, ich bin Kevin. Und ich bin der Sidekick von Philo. Krass, dass ich es auch hier reingeschafft habe. Ich hasse deine Tweets, Zabex.
ist das letzte so walkie-talkie-mäßig gewesen, Bro. Stark. Ich hab gesagt, wir haben halt so drüber gesprochen, wer das halt noch so machen könnte. Und ich meinte, wenn Heiko macht, dann mache ich 5k heute bei Charity-Stream. Und er hat dann gesagt, Kevin, gestern Abend direkt... Sag mal, so eine tolle Aktion, in der du den Leuten Pinguin-Babys verkauft hast. Ach, Digga. Er hat gestern gesagt, ich werde hier im Chat dauernd gefragt, wann die endlich ausgeliefert werden. Er hat dann gestern gesagt, dass er das heute macht und ja, das ist es jetzt. Go! Dieser Blick am Ende ist so geil. Wie stolz einfach, Bro. Das Ende. Haben wir's? Ja, haben wir's. Hey Leute, heute schauen wir uns mal an, wie so ein schlechter Stream funktioniert. Dann erzähl mal, Kev. Ich hasse dich und Menschen, die nicht spenden. Das ist dumm, Digga. 50k ist for real possible? Bro, Digga, 50k wäre krank. Was, hast du jemals in deinem Leben Shawarma gegessen? Nee, noch nicht, aber wollte ich schon mal. Aber bin noch nicht so dazu gekommen. Übelst geil. Es gibt ja ein, zwei Läden, die in Köln echt geil sind. Alter Basti, congrats. Zu was? Na, zur Schwangerschaft. Ja, danke dir, mein Bester. Hast richtig krachen lassen. Hey Kevin, du hast doch sicher Lust, den Betrag der Top Dono noch oben drauf zu legen, oder? Jo, Basti, gute Idee. Wird gemacht, Chef. Moin. Achso, Bro. Digga, ich dachte, von Norris kam gerade eine AI-Dono rein, Bro. Digga, aber er ist actually hier, Digga. Hi. Digga, yo, was geht, Bruder? Stör ich? Eine Frage, go, was ist los, Kleiner? Eine Frage, ja. Yeah. Also, einmal... Du willst Paraplatte und Basti im Channel haben, ha? Dann zeig uns doch mal, was du drauf hast. Bist du lustig genug, um mit uns im Channel zu bleiben, Norris? Willkommen bei der Paraplatte und Basti AG Talentshow, ja. Yeah. Das beste Twitch-Duo Deutschlands und dieser eine Hund im Channel. Ey, hast du schon die Neuigkeiten mitbekommen? Hugo pisst in seine Badewanne und badet weiter dann da drin. Ich? Ja. Er pisst in seine Badewanne? Ja, und er badet weiter dann da drin. Also während er, also es ist Badewanne und Dusche und er hatte mal in die Dusche gepinkelt und das so weggemacht dann und dann... Nee, er sitzt in der Badewanne. Badewanne voll. Wir haben das vor allem, wir haben das einfach gemimt über Fabo, so auf Joke mit seiner Insta-Story. Ich habe währenddessen halt eine Platte geklaut. Lasst uns gemeinsam checken, wie viel Geld wir dafür auf dem Schwarzmarkt bekommen. Das Geld wird gespendet. Warte mal, für was? Die Niere von Papa Platte. Jo, top, geiles Tomato-Links-Video. Das Ding ist halt, die aktuellen Tomato-Links-Videos, Bro, die sind nicht mehr weit entfernt von, wie viel Geld bekomme ich für meine Niere auf dem Schwarzmarkt, you know? Wir sind nicht mehr so weit entfernt, Bro. Real talk. Ja, das ist alles, was übergefährlich ist. Wenn ich ein Messer in der Hand habe, dann laufe ich mal so 0,1 km/h. Oh ja, ja, das sowieso. Hey Kevin, sag mal immer K, wenn ich kaufe, ich kaufe Mehl. Ich Kamel. Das war's! Ich dachte, es geht noch heute! Stand war 26k, ich geh duschen auf einmal 29k. Ich hab Papa Platte psychedelische Drogen als Fickpillen verkauft, mal sehen, was passiert. Jo Leute, im heutigen Video verteilen wir Libido-Pillen an andere Streamer, was sie nicht wissen. Es sind tatsächlich Abführmittel, damit sie sich exorbitant einschalten. Bruder, warum hast du dich am Ende nochmal für die Höhle entschieden, Bro? Was Kevin nicht weiß, ist, dass den anderen vier Guys der Lörris nach einer Minute abgefallen ist. Naja, machst du nix, Walule. Darauf trinke ich Prost. Bro, was? Was? Ey, Mann, ist das scheiße, Digga. Hallo! Yo! Oder willst du mich flachsen? Der Code. Einfach nur Papa Platte geht immer noch nicht. Oh mein Gott, shut the fuck up! Ich glaube, ich guck mal bei Merle vorbei, die ist gar nicht online. Aber ich muss sagen, ich finde Dominic's Base eigentlich ganz geil. Sieht irgendwie besser aus als meine Wasserbase damals. Wundert mich jetzt nicht so sehr, dass du da Fan von dem. Hast du seine Starterbude mal gesehen? Nee, wo ist denn die? Hier, warte. Stehst du bei ihm auf dem Loch? Auf der. Ja, geh mal da ans Festland. Also, wenn du von der. Ich seh dich. Hier einmal landen. Hier hat einmal Henke einfach mal komplettes Ding begradigt. Einfach mal hier Ressourcen gefarmt. Danke auch an der Stelle dafür. Ach, nur für Ressourcen? Ja, ja. Ja, cool. Und hier ist Reese, sagen wir mal so, Starter-Base. Le Classic. Der Starter. Hier. Also, come on! Digga. Bisschen Seven vs. Wild. Wie kacke, Bro. Nicht mal, Bruder, er hat nicht mal so 3x3 gemacht, sondern wirklich nur so das Bett reinpasst, Digga. Oh, Bro, aber Mann, guck mal bitte. Vor allem, wenn im Hintergrund gerade so Heikos Base rendert und so weiter, du guckst hier so durch. Aber mir rendert die noch nicht, warte, ich flieg mal hin. Charlottenburg, 3000 kalt ist das. Ja, no joke. Kleiner als 3.
Wo ist, in welche Richtung ist Heiko Space? Ah, hier. Einfach noch weiter Richtung Nordwesten. Ey, aber Heiko Space Retalk auch cool schon geworden jetzt. Ja, for real. Mit diesen Sachen, die er geerdet hat, sieht schon fresh aus jetzt. Kleiner als drei. Ja, sein Gartenhaus hier vorne auch cool. Ich flieg dir seit 10 Minuten hinterher und will dir blaue Farbe geben. Kann ich kurz anhalten? Ja, warte. Also, oh ja, jetzt sehe ich es aber, Nee. Bro. Eine Welt, zwei Parallelen. Alter, Junge, ist so eine Welt, zwei Parallelen, Junge. Start spreading the news, I'm leaving today, I want to be a part of it. New York, New York. Ja, auf jeden Fall. Danke, Basti, Kuss. Hallo, Kev, mein Süßi, kannst du mir einen Witz erzählen? Zwei Zahnstocher gehen auf den Berg wandern, da kommt ein Igel vorbeigelaufen. Ach, guck, da hätten wir auch den Bus nehmen können. I was a big animal, schöne City, will ich auch dabei, aber dead beer, dead beer. So, danke, danke Wilbo, Bro. Das war sehr laut. Ich musste heute meine Frau einschläfern lassen. Naja, die Alte hat eh nur genervt. Jetzt erstmal in eine Kneipe und ein paar Bierchen mit Kalle und Manni zischen. Lass es krachen, Lattensau. Danke. Danke, Wilbo. Hi, ich bin Rivenside. Ich mag Delfine oder sowas. Heute gucken wir, wie hart man in dem Offline-Chess-Turnier blundern kann mit Stargast Biggie Me. Moin Lattensepp, hättest du mich mal gefragt, hätte ich dir bei dem Gesicht auch eine Maske empfohlen. Naja, zu spät. War das gerade German Let's Play, Bro? Ganz ehrlich, reiß doch einfach deinen Drecksaschenbecher ab und trainiere lieber für das große Basti-GG-Zick-Zack-Pimmelfechten-Turni eher. Mann, Junge, ist das scheiße. Hey, mir fehlen 110 Euro, aber ein Kind geht's jetzt besser, geili. Ey, Bro, danke für die 110, Mann. Ich bin Basti in SFW und es werden wieder Müttergef gegrüßt nach 22 Uhr. Digga. Danke, Basti. Ihr Mäuse, wer jetzt etwas für den guten Zweck da lässt, bekommt später von mir eine süße Überraschung. Alter, die hole ich mir ab. Bei Pappkräse, wie die Zeit vergeht, wenn die Kameramänner wurden gerade geleakt. Normalerweise spende ich stinkreichen Streamern nichts, aber für den guten Zweck gerne. Wichtig, Bruder. Danke, Mann. Ich habe Fiete Abel in ein St. Pauli-Trikot gesteckt und besuche mit ihm jetzt Basti. Streichel mir die Wampe, nimm ihn in den Mund, du. Nie mehr erste Liga HSV. Bodenlos, Real Talk. Ja, danke nochmal an Basti, der mir erlaubt hat oder uns erlaubt hat, dass wir heute seine Stimme verwenden dürfen. Der bereut es wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja, Mann. Der Anruf von dem Server geht in den Minusbereich. For real, liebe euch alle und drei. Kevin, hast du schon meine Unterwasser-Dinger gesehen? 59. Na, Bro, das ist die fucking OG-Base. Digga, Lil Bro denkt. Jederzeit auch wieder so bauen. Lil Bro denkt 7 vs. Wild, wir, Alter. Na, Bro, das ist for real stylish hier drin. Nein. Ah, ja, das hab ich auch mitbekommen. Der Schlangenträger. Es gibt einen Schlangenträger und dadurch verschieben sich alle Sternzeichen. Ich bin jetzt einfach, ich glaube, ich werde Skorpion statt Schütze oder so normal. Bruder, einfach neue Jugend. Was machst du, wenn du neue dein ganzes Jugend. Leben lang, du sagst immer, ich bin Schütze. Ja, das passt alles zu mir, was da gesagt wird. Und du hast jetzt fühlst du einfach was anderes. Und du hast ein Tattoo auch. Ja, ja. Bro, das ist einfach so eine neue Yu-Gi-Oh!-Karte jetzt gedroppt, Alter. Der Schlangenträger, Bro. Okay. Neue Meta. Neuer League-Champ, Alter, ist so. Ist das krass. Schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Lieblings-Minecraft-Struktur ist. Und jetzt weiter mit dem Video. Digga. Wir sind gerade bei 18:43. Digga, wir hören Donations von vor 40 Minuten, Bro. Was? Digga. Im Schatten der vermeintlichen Wohltätigkeit entpuppte sich Papa Plattes Charity-Stream als einer der größten Exit-Scams Mitteleuropas. Cheers. Mann, Junge. Imagine. Boah, das ist wirklich krass. Das... So ein Vollidiot. Check die check, check. Danke, Hugo, Bro. Letztendlich hat alles wunderbar geklappt und nach ihrer Rückkehr hat sich die Familie noch einmal herzlich für den unvergesslichen Urlaub bei Hilfe, den Theresa sogar... Ich falle in mein großes Loch. Alright. Wir hatten so eine tolle Woche mit vielen unvergesslichen Momenten. Bunte Korallenriffe, Fische in allen Farben und Größen. Einige wunderschöne, eine wunderschöne Hotelanlage mit so vielen herzlichen Menschen und vieles mehr. Yo, Kayo, hast du das mitbekommen, was Kevin gesagt hat? Nee. Scheiß mal da drauf, wieso haben wir keine eigenen Stimmen? Cool. Bro, no joke, walkie-talkie ist hart. Hier wuppe, ist also wuppe, Stress. Wuppe, wuppe, die du die da, babadada. Wuppe, 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 dubstep intro, so ist das geil. Babe, ich kann mich noch erinnern, als wir am Rummelplatz waren. Als wir am Rummelplatz waren, es war ein Herbsttag und die Blätter lagen auf dem Asphalt herum, auf dem Asphalt herum. Ja, ich bin ein bisschen. Du warst so übertrieben sexy, Mann. Hey Leute, heute konsumiere ich mein eigenes Arschwasser und anschließend werde ich Andi ins Maul koten. Schmackofatze. An
Digga, ich. Tomatelix wusste nicht, worauf er sich hier einlässt, Digga. Hey Lattensau, korrekte Nummer. Danke auch an alle Chatter, welche was dazugeben, statt Lifetime Premium zu kaufen. Wie geht es eigentlich deinem Zahn? Haben die das jetzt mal gefixt? Nö, haben wir noch Zahnschmerzen. LG Erd Daut 3, Erd Daut Baut 3, Erd Daut 3. Danke, Bro. Nee, ich habe immer noch Zahnschmerzen. Pogchamp, yay. Jetzt bekommt ihr euren Delfin 50% günstiger mit dem Code. Einfach nur Papa Platte, zählst du nur der Name nie. Xanderis Dauerls, oh, einfach nur das Wort, also der Name nur Papa Platte. Danke, Uwe Butzdiger. Warum bin ich auf einmal ein Österreicher geworden am Ende? Was ist da passiert, Digga? Komm her, wenn du dich traust. Ich trau mich, Kevin Teller. Kuss. Ich hoffe, wir können trotzdem nachher Fortnite spielen. 0-3-0 ist blau-weiß. Tschüss, wie gibt's? Kuss. Ich liebe Herbert. Kevin Quatschi, hier. Quatschi. Danke, Bruder. Ich Melanie, heute noch Quatschi, Quatschi. Noch später ein bisschen Quatschi und Fortnite. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Aber so dasselbe machen, irgendwo 50k verstecken. Ich bin sehr gespannt, meinen Skin nackt zu sehen und den brandneuen 3D-Sex-Mod auszuprobieren. Ja, Mann, Basti freut sich wahrscheinlich immer noch krass darüber, dass er zugesagt hat, dass wir das benutzen dürfen heute. Oh, diese Jungs. Oh,